da. Eine Schnecke ist es nur noch. Hab ich Waffenmeister. Oh Mann. Dann fall ich ja mal wieder komplett aus dem Ruder hier. Wow. Hose eingeklemmt. Ah. Ich mit meinem Hochelb und Runenbewahrer. Das ist die letzte Schnecke. So, die Beziehung hat auch erledigt. Dann geht es jetzt einmal nach Michael Binger. Einfach um mal wieder was anderes zu sehen. So, es sind nur noch drei Bezwingertaten. Oh, scheiße. Und zwar Wölfe, Erntefliegen und Räuber. Klingt doch alles super. Tada! Pferdchenlaufgalopp. Stimmt, wir sollten ja auch was für Bingo holen noch, ne? Was will uns so... Ach ja, seine andere Tasche wollte er haben. Gott, Bingo, ey. Also nochmal renne ich für ihn nicht wieder zurück. Ich kann mich an die Bingo-Quest kaum erinnern. Außer wenn man mit ihm beim Bombardier ist. In die Richtung. Geht irgendwie hoch? Ja. Nein, lass mich rüber. Wir sind bei Bingo angekommen. So, diesmal finden wir es ganz einfach. Hier ist seine Tasche. Hier können wir auch noch was abgeben. Ja. Weiter Landbüttel. Dreh aufsuchen, okay. So. Ja, nehmen wir die Prolog-Quest mit rein. Einmal. Dann möchte ich einmal nur kurz das Erz umdingseln. Also einmal noch mal kurz ein bisschen Crafting betreiben. Das müsste richtig sein.
Plättchen weg. Ne, Buttertarte war falsch. Ja. Schürfer. Einschmerz. Einschmelzen. Alle. So, 23. Das kann ein bisschen dauern. Geschicklichkeit Lehrling der Schürferkunst. Seid zu einem sachkundigen Lehrling der Schürfkunst geworden. Nun könnt ihr kritischen Erfolg bei Rezepten für Lehrlinge der Schürfkunst erzielen. Ihr könnt nun Rezepte für Gesellen der Schürfkunst verwenden oder weiterhin versuchen, die Lehrlingsstufe der Schürfkunst zu meistern. Handwerksgeschicklichkeit. Ihr habt euer Geschick in einer Handwerksfertigkeit bewiesen. Jetzt könnt ihr Rezepte der nächsten Stufe verwenden und an der Beherrschung der Stufe arbeiten, in der ihr jetzt euer Geschick bewiesen habt. Beachtet, dass ihr alle vorherigen Geschicklichkeitsstufen beherrschen müsst, um eine neue Beherrschungsstufe zu erreichen. Okay. Das heißt, wir können jetzt auch Silber- und Hügelgrabeisen abbauen. Wenn ich das richtig verstehe. Bronze. Okay. Abnutzung. Okay. Oh, müssen wir gleich mal reparieren. Sobald wir hier fertig sind. Vor 23. Okay. Unser Schürferwerkzeug ist kaputt gegangen. Einen Moment. Mal. Wieder mal. Wollte ich denn jetzt noch mal? Da kann ich das umändern. Benötigt ihr etwas? Ja. Etwas, was ich gerade nicht wiederfinde. Ich brauche eine Spitzhacke. Nein. Werkzeuge gibt es hier, aber wo? Da. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Reparieren alles. Kaufen und verkaufen. Was haben wir denn hier? Das kann verkauft werden, das kann verkauft werden, das kann verkauft werden. Großer Wettstein. Auch verkauft werden. Die Schwefelbrocken. Verkauft werden. Das nicht. Auch nicht. Das kann weg. Das, 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 das. So. Damit ist das auch schon wieder leerer. Ich glaube, ich kann hier... Ja. Ich bin hier immer noch nicht ganz fertig. Wir haben hier nur 6 Stück.
Wir sind gleich soweit. Letztes Stückchen. So. Mal das auch einmal. Dann einmal nach Wasserau. Wird mir hoffentlich direkt drauf zusteuern. Leben eines Grenzers. Wie sind's noch? 27 von 40. Hier haben wir einmal reichhaltige Erzader. Mal. Hier ist noch einer. Oh Gott, wie viel gibt's denn jetzt hier? Ja, Glück für uns. Gut, einfach der Straße folgen. Wenn wir der Straße folgen, kommen wir automatisch nach Wasserau. Bringt das fast zurück und zu Bernd Wurzelknoten. Okay, das ist die Quest. Dann hoffe ich mal, dass es damit dann auch beendet ist. Die Quest. Wäre ja, glaube ich, auch der Heini, der uns dazu diesen Binnen geschickt hat. Ja, sind gleich da. Sehr geil. Danach am besten nach Oberbühl wieder. Dann könnten wir einmal nach Balkfurt zu Bingo. Sofern nicht dazwischen kommt. Ich würde ja sehr gerne noch ins Breland kommen heute. Was manche Leute sich rausnehmen. Ja, aber wirklich. So. Das fertig, also nach Oberbühl. Oh, und wir haben bald genug Gold. Bald haben wir genug. Was haben wir hier noch drin? Also nur Titel gewährt. Sehr gut. Wie viele Punkten sind wir? Ich spare als nächstes für die nächsten Bezwingertaten. 148. Jetzt sehe ich es wirklich gut, aber auch nicht wirklich schlecht. Haben wir eigentlich alle Orte erkundet?
Sehenswürdigkeiten. Der Festbaum. Warte mal. Der Festbaum, ist das der hier unten? Müsste hier eigentlich sein, ja. Okay. Münzentausch. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Achso. Das ist dieses für dieses Festding. Nee, nee, brauchen wir gerade nicht. Aber wir haben zumindest den Festbaum schon mal. Dann sind es nur noch zwei Sehenswürdigkeiten, oder? Bunkers Mauer. Die große Weide. Müsste beides hier hinten sein. Ich weiß nicht genau. Also die Mauer ist auf jeden Fall da. Richtung Osten. Müssten wir mal hier noch dran vorbeikommen. Wie ist das Wertebefinden? Super. Bleibt doch und nehmt etwas Tee. Nein, das Spinnnetz überwinde ich jetzt mal nicht. Dann einmal nach Balkfurt. Oder überwinden wir die Spinnennetze doch? Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Wie sind es denn noch? Ja. 29. Na komm, desto schneller kommen wir da an die Dinger dran. Ihr da! Dürfte ich kurz mit euch sprechen? So schneller kommen, wenn die bezwingert hat. Muss ich im Nachhinein nicht so viel machen. Nein, lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Ich will noch nicht rein. Ich bin. Überwinde die Spinnennetze in Lobsheim. Ja. Juhu. Ihr kleinen Spinnen. Zeigt euch mir, was ihr könnt. Wenn ihr euch traut. Ich habe Angst, dass ich hier gleich wieder Spinnen runterhangeln. Diese kleinen Spinnen, nee. Also wirklich nicht. Nee? Nein. Ich bin kein Fan von diesen Viechern. Sind mir einfach zu flink.
Wie gesagt, ich weiß noch bis heute nicht, woher meine Abneigung gegen Spinnen eigentlich kommt. Also, nee. Ich hatte halt eigentlich auch nie ein schlimmes Erlebnis mit Spinnen. Vielleicht haben mir meine Eltern noch einfach zu viele Gruselgeschichten von den Viechern erzählt. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht wirklich, weil ich damals in diesen Arachnophobia-Film einmal reingestürmt bin. Wenn meine Eltern damit geguckt haben. Weil das war unfreiwillig. Findet den laufenden Baum. Was ist denn für ein laufenden Baum? Nein. Ich bin schon so weit weg und ich habe trotzdem vor den Viechern. Es wird doch manchmal, oder zumindest im Buch wurde doch erzählt, dass es hier im Auenland ja auch Bäume gibt, die laufen. Stand zumindest meine ich in den Büchern mit drin. Ob wir jetzt so einen Baum hier retten müssen? Ich meine, wenn es um einen laufenden Baum geht? Uah! Hau ab, verpiss dich. Piss dich einfach nur. Weg hier. Dann gehen wir aus der Sonne. Neugeborene Spinnenjunges. Geil. Hallo Baum. Hi. Ja. Komm. Verteidige den Baum. Nett. Bah. Vielleicht sollte ich die Spinnen angreifen mit dem Baum. Boah, das krabbelt mir hier zu sehr. Jungs. Ich einfach auf den blöden Baum warte. Baum? Gehst du weiter? Okay. Wenn sich hier gleich was runterhangelt, ne? Komm her. Beeil dich, Baum. Ruf
fliegende Spinnen. Okay, das ist geil. Ja, fliegende Spinnen habe ich auch gerne. Dem Rumbogen wegfliegen. Kann ich eigentlich auf den Baum heilen? Ja, das sag ich, kann den Baum heilen. Wie cool. Ich habe schon wieder ein Pferdeschnauben gehört. So leichte Soundbugs sind da. Von gestern aber nicht. Ja. Nicht nett. So, Bomb, kannst du jetzt bitte dich mal ein bisschen schneller fortbewegen? Nicht wieder zurückgehen. Wenn sie nicht gestorben ist, dann ist sie, geht der Bomb heute hinterher. Ja. Baum braucht erstmal eine Ewigkeit. Ich warte gerade mal, bis der Baum weg ist. Ja, haben wir es? Ist der Baum weg? Ja. Der Baum ist weg, sehr gut. Jetzt nach Hobbingen zurück. Und ich hoffe, das war jetzt das letzte von dieser Quest. So allmählich gibt mir das mit der Spinne auf den Keks. Da eine Spinne, dort eine Spinne. Hinten sind 30 Spinnen. Ich weiß, dass ich das Ding mit Kankra nicht machen werde.